Mal wieder ein freundliches Hallo allerseits und willkommen zurück bei New Pokémon Snap. Aufmerksame Pokémon-Fans haben es natürlich schon bemerkt, Pokémon Snap, New Pokémon Snap, wir wollen natürlich nicht vergessen, dass es ein neues Spiel ist, hat neuen DLC bekommen, kostenlosen sogar. Neu hinzugefügte Gebiete, der verborgene Pfad, der rosa Fluss und das trockene Ödland. Freischaltbedingungen müssen erfüllt werden. Ich denke mal, da ich hier im Let's Play selber noch gar nicht so weit fortgeschritten bin und wir haben ja auch eine ganze Zeit lang ein Päuschen angelegt, werde ich nicht unbedingt Zugriff auf den ganzen neuen Spaß haben, aber umso mehr ein Grund für mich, endlich mal mit dem Let's Play weiterzumachen. In den hinzugefügten Gebieten erwarten dich neue Pokémon und ich weiß zumindest von einem Pokémon, das ich sehr gerne mag, dass es dort vorkommt und da freue ich mich schon drauf. Viel Spaß beim Erkunden der Dental-Region. Ein paar Geschenke gibt es gleichzeitig noch mit oben drauf, neue Filter, kalt. Ja, kalt ist teilweise gar nicht so schlecht. Wir sind gerade noch mitten im Sommer hier und obwohl es doch sehr viel geregnet hat in letzter Zeit, sind die Temperaturen doch ein ganzes Stück angestiegen, was ich nicht unbedingt bevorzuge. Aber egal. Zum Trost gibt es noch eine Schleife. Und ganz viele Dekorationsgegenstände. Zu viele, würde man fast sagen. Sieh dich auf Wolke um, es gibt bestimmt Neues zu entdecken. Ja, Neues ist natürlich immer gut, also auf geht's. Oh, Cutscene! Hey, hast du mal eine Minute? Mein Lieber, für dich habe ich sogar zwei. Schieß los. Ich verrate dir ein Geheimnis, aber behalte es ja für dich, okay? Okay, ich werde es nicht auf Twitter oder YouTube posten. Alles gut. Und ich mache auch kein Let's Play, während du das sagst. Gerade laufen Tests für eine spannende neue Funktion für das Neo One. Anscheinend handelt es sich dabei um eine Schrumpffunktion, die das Neo One samt Fahrer kleiner macht. Liebling, ich habe den Fotografen geschrumpft. Solange ich nicht daran teilnehmen muss, wer weiß, ob ich wieder jemals meine ursprüngliche Größe zurückerlangen werde. Wollen wir das mal heimlich ausprobieren? Sollten wir nicht besser den Professor einweihen? Ich weiß ja nicht, was der eventuell dazu sagt. Hey, was treibt ihr beiden denn da? Oh, nichts, gar nichts. Nur über Pokémon-Karten unterhalten. So, so, dann schüttet es euch ja sicher nicht, wenn ich den Professor rufe. Oh, Professor! Hey, lass das! Ich erklär's dir später, okay? Hehe, okay. Wo waren wir? Ach ja, das Schrumpfen soll automatisch geschehen, wenn man an einer bestimmten Stelle im Naturpark die Scan-Funktion benutzt. Ah, das kleine Loch im Baum dort. Da fühle ich mich doch wieder dezent an The Legend of Zelda The Minish Cap erinnert. So. Lasst uns gemeinsam nach dieser Stelle suchen. Oh, also kann ich doch schon ein bisschen mich mit dem neuen DLC beschaffen. Ja, dann machen wir das doch direkt mal. Mit dem Areal sind wir ja vertraut. Wo genau war dieser Baum nochmal, an welcher Stelle? Dafür werden wir es schon irgendwie finden. Beim Naturpark muss ich immer zuerst an Bidiza denken. Wann muss man nicht zuerst an Bidiza denken, unseren Herren und Erlöser? Den Herrscher nicht nur über die Sinnoh-Region, sondern über die ganze Pokémon-Welt. Wie kann man nicht sein edles Antlitz stets vor Augen haben? Übertreib, übertreib. Ach, und endlich wieder New Pokémon Snap spielen. Was tut das gut, wieder hier unterwegs zu sein. Ganz entspannt, die Natur genießen, die Anwesenheit der Pokémon. Und natürlich ganz viele Fotos schießen. Aber erstmal gucken, wo ist der Baum? Was hier drüben? Vor allem müssen wir den Baum scannen oder müssen wir etwas anderes jetzt damit machen? Ich habe mal wieder nicht so richtig aufgepasst. Ich schau mal hier. Nein, der war es nicht. Da ist doch ein bisschen zu viel Grün drumherum. War es etwa dieser feine Baum, den das Dodo beehrt? Bidiza! Nimm den Stock und such das weiter. Finde dein Glück da draußen in der Welt. Oh, ihr seid ja auch da. Ja, hi. Huch. Habe ich euch etwa mit meiner Kamera erschreckt? Das war ja mal wirklich keine Absicht. Nee, da ist es auch nicht. Oh, Tangelos ist da oben unterwegs. Das wusste ich auch noch nicht. Da haben wir nur die Beeren, die übrig gelassen wurden. Nun gut, wo genau ist besagter Baum? Oh, Moment. Wompel. Huch! Schreck, lass nach.
erstmal wieder. Oh, Emolga! Emolga! Oh, Emolga freut sich. Und wenn Emolga sich freut, dann freue ich mich auch. Leider habe ich es nicht von der besten Seite erwischt. Nee, es muss eigentlich. Ne? Der Baum da hinten, das scheint mir eher plausibel zu sein. Wenn es schon eine Art Schrumpfportal ist, dann muss es auch ein bisschen eine bestimmte Größe haben. Nein, Schwalbini! Notieren, Schwalbini ist kein Fan von Äpfeln. Es tut mir leid, dass ich dich verschreckt habe. Oh, Bidiza, ganz entspanntes Bidiza. Nein, bleib doch sitzen! Och, Bidiza. Bidoof! Nimm diese blaue Aura und zieh in die Welt hinaus. Karpodor planscht auch fröhlich rum. Oh, nochmal Bidizas. Beachtet mich. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man auslösen kann, dass Karpodor von dem, ich glaube, Taubos geschnappt wird. Eine Szene, die man ja auch im Trailer gesehen hat von New Pokémon Snap. Die Picolente sind erstmal. Okay, ist es dieser Baum auch nicht? Oder mussten wir etwa nachts unterwegs sein? Ich verpasse gerade, glaube ich, ein sehr wichtiges Detail. Wir haben den Kurs jetzt schon fast durchlaufen. Es sei denn, das ist irgendwo am Ende. Schwalbini, was meinst du denn dazu? Wenn ich für dich ein bisschen. Oh, es tanzt bei Musik, das wusste ich auch noch nicht. Wir haben nicht besagten Baum gefunden. Die Erkundung ist gleich vorbei. Ja, zu schade. Und ich habe nicht das gefunden, wonach ich eigentlich gesucht habe. Eventuell habe ich auch einfach die Beschreibung nicht genau gelesen. Oder ich hätte irgendwo abbiegen müssen. Lauf doch nicht weg, ihr beiden. Ihr beiden Süßen. Kommt zurück. Läuft einfach durch den Apfeldorf durch. Pichu, du weißt gar nicht, was du verpasst. Diesmal haben wir wieder viele Pokémon zu Gesicht bekommen. Ja, gar nicht mal so viele. Ich war ja eher darauf fokussiert, den besagten Baum zu finden. Dir scheint ein toller Schnappschuss gelungen zu sein. Ich kann es kaum erwarten. Da wissen sie von mehr als ich, mein Lieber. Chimpep, wir haben noch kein Ein-Sterne-Foto von Chimpep eingereicht. Dann wäre dies doch eine gute Gelegenheit, das nachzuholen. Zwei Sterne Wampel. Naja, ein bisschen was Neues kommt hier schon zustande. Die sind ganz gut. Ja, wenn ich jetzt ein bisschen mehr von vorne getroffen hätte. Ich glaube nicht, dass ich das alte Foto übertrumpfen kann. Bidiza. Ja, zwei Sterne Bidiza, aber irgendwie ist das auch. Nee, wir werden mal einen Bidiza-Foto-Wettbewerb austragen. Welches dieser beiden attraktiven Bidiza-Bilder wird eher in der Gunst des Professors stehen? Und kann dieses Karpodor-Bild ihn überzeugen. Und dieses Schwalbini, das sich sehr freut über die Musik, die ich gespielt habe. So. Nicht die herausragendste Fotoauswahl, aber mal interessant, wieder hier unterwegs gewesen zu sein. Pose, ja, passt. Größe, Blickrichtung. Durchaus solide, aber eben nicht herausragend. Ein 2-Sterne-Wampel mit einer überragenden Pose, fantastischer Größe, nicht perfekter Bildrichtung, aber einer mehr zu lieben Punktzahl von über 4300. Emolga kommt als nächstes und ja, ich wusste doch, dass es das Alte niemals übertrumpfen kann. Was? Aber das hat Goldsterne und... Okay. Mein lieber Herr Professor, Sie wissen wohl auch nicht so ganz, was Sie wollen. Ja, das Foto bekommt mehr Punkte, aber Sterne kann ich dir nicht bessere geben. Ja, das war, glaube ich, wirklich kein Wettbewerb. Karpodor, es ist auf jeden Fall größer. Und größer ist im Fall von Karpodor auf jeden Fall besser. Ins Album damit. Schwalbini. Ein bisher einmaliges Schwalbini-Bild in unserem Fotoalbum. Größe, wirklich überragend. Nettes Foto ins Album damit. Tja, jetzt war ich hier. Eventuell muss ich vielleicht den Level sogar erhöhen, bevor das mit dem Baum klappt.
Beim Forschen braucht man viel Ausdauer und Geduld. Naja, und ein gutes Auge nehme ich mal an. Wir gehen nochmal zum Basiscamp. Eventuell kann ich mir da nochmal einen kleinen Tipp geben lassen, wo besagter Baum sich befindet. Es müsste eigentlich irgendwo nah am Anfang sein. Vielleicht können wir es uns unter den Aufträgen nochmal anschauen. Auf Florio. Ein Samtappel fürs Lächeln. Die Mission müssen wir auch mal genauer angehen. Ich weiß, das habe ich mindestens schon zum dritten Mal gesagt. Aber der Tag wird kommen, doch jetzt bin ich erstmal daran interessiert, meine Größe etwas zusammenzustampfen. Oder war es auf... Nee, es war doch hier im Naturpark, es war nicht auf Bellus. Ich bin mir ziemlich sicher. Wir werfen noch mal kurz einen Blick auf den Anfang der Strecke, ob dort der besagte Baum irgendwo sich preisgibt. Wenn nicht, dann wollen wir doch mal besser die eigentliche Story vorantreiben, anstatt dass ich jetzt hier nach Geistern suche. Dann gucke ich doch lieber außerhalb des Let's Plays nochmal, wo dieser Baum sich aufhält und was ich eventuell dafür machen muss. Schieß ein paar schöne Fotos. Mein lieber Todd, ausnahmsweise bin ich mal nicht hier, um Fotos zu schießen, sondern um Bäume zu begutachten. War es dieser Baum? Nein. Ich sehe jetzt auch keine besonders auffälligen Bäume hier. Oder konnte man irgendwo nochmal die Route wechseln? Ich weiß nicht, warum ich jetzt ausgerechnet dieses Wibbeljong-Bild mitnehmen wollte. Hauptsache, ich habe mal ein Foto geschossen, so nach dem Motto. Ich schaue mich nochmal auf dieser Seite hier drüben ein bisschen genauer um. Da habe ich, glaube ich, nicht ganz so gut nachgeguckt, wie ich hätte nachgucken können. Na? Kamera, dreh dich. Bidiza! Willst du mir den richtigen Weg zeigen? Nicht so ganz. Oh, und ich befürchte schon, ich habe irgendwas etwas komplett Klares übersehen. Und jeder, der zuguckt, denkt, Mensch Nagi, das war doch so offensichtlich. Hast du denn nicht genau diese auffällige Stelle gesehen, beziehungsweise hast du nicht gesehen, dass du in ein ganz anderes Gebiet musstest? Ich gucke mir jetzt nur noch mal genauer diesen Baum an, ansonsten... Oh. Ah, da ist es! Da ist es! Der Bildschirm zeigt an, dass man da durch kann. Ach, das Loch ist gar nicht auffällig. Beziehungsweise, da war gar kein Loch. Auf in die geheime Welt der Pokémon. Ein bisschen klein! Die Welt der Pokémon aus einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Mann, ich fühle mich wirklich so stark an Minish Cap erinnert. Das Zelda-Spiel, wo Link auf Ameisengröße geschrumpft wird und man eine völlig neue Perspektive auf die Welt bekommt. Wisst ihr was? Pfeif auf Dynamax. Lasst mich klein sein und die Pokémon so groß erleben. Oh, Dodri! Hi! Nimm meinen kleinen Apfel. Ah, ich hab grad Spaß. Bloß nichts übersehen, ab und zu nochmal kurz drehen. Emolga! Riesen-Emolga! Der Blick! Selbst Emolga ist erschrocken, wie klein ich bin. Emolga! Oh, wie sich freut! Boah! Ja, das Foto ist eindeutig besser. Das ist der Wahnsinn. Ja, oh, hier sind sogar Pokémon. Ich flieg auf Emolga! Ach, hey, wie gut! Oh, nicht mehr. War ein kurzer Spaß. Aber es war ein toller Spaß!
ob Wurmple auch kleine Äpfel mag? Nein. Ab und zu auch mal einen Blick nach oben. Ich war noch nie so nah an Bilizas Hintern dran. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh, Chelterra! Können wir seine Aufmerksamkeit irgendwie erregen? Nein, wir können es aber zum Leuchten bringen. Oh, muss ich schon mal sagen, was für ein geniales Update. Soweit ich gehört habe, ist das leider auch das einzige Gebiet, wo man sich schrumpfen lassen kann, aber dennoch. Boah, wenn es jemals ein Pokémon Snap 3 gibt, dann möchte ich, dass dieses Feature öfter genutzt wird. Hi. Na, was macht ihr denn da? Mit dem Schwalbini da? Was? Wie wo? Ah! Dodri, nein! Friss uns nicht! Vor allem friss mich nicht. Die anderen Pokémon können sich sicher zur Wehr setzen. Ich wüsste nicht, wie ich das machen kann. Huch! Boah! Ich wusste doch, Dodri ist der finale Endgegner des Spiels. Boah, Kampf der Titanen. Spielt mal einer das Attack on Titan Intro ab. Ach, Dodri, spiel dich nicht so auf. Du bist nicht so selbst, wenn du hungrig bist. Iss mal einen Apfel. Was? Hopplo? Okay, sie macht sich wieder aus dem Staub. Folgt dem Tauboss. Oder... Oh, die verstehen sich gut miteinander. Oh, ich liebe das, was hier gerade passiert. Es hat sich gelohnt, nach dieser Stelle zu suchen. Und irgendwo ist hier noch was, wo ich... Hoffentlich ist es nicht schon zu spät. Irgendwo. Aha, was haben wir denn da? Das Nest eines Vogel-Pokémon. Es ist wohl gerade auf Futtersuche. Das ist in Ordnung, solange ich nicht das Futter bin. Weiter kommen wir mit der Testversion nicht. Ach, schade! Wenn du dieses Gebiet verlässt, wirst du automatisch wieder groß. Oh, das hätten wir ruhig noch so... Okay, da ist noch eine... Blume, die ich hätte anleuchten können. Ein bisschen zu spät. Ein kurzes Vergnügen, aber ein sehr schönes Vergnügen. Ah, oh, das... Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Ich habe garantiert ein paar Sachen verpasst und vielleicht ist der nächste Durchlauf ja auch ein klein bisschen anders. Wer weiß. Ach, zugegeben, in meiner ursprünglichen Größe fühle ich mich doch ein bisschen wohler und nicht mehr so angreifbar. Moment, hier gibt es eine Felinara? Auf der Wiese? Felinara! Für dich! Gönn dir! Beide Äpfel sind so gut, ich weiß gar nicht, welchen ich zuerst essen soll. Wäre schön, wenn du dich mal kurz mitdrehen würdest, meine Liebe. Felinara, dreh dich zu mir! Please notice me, Felinara. Na? Darf es noch ein Apfel sein? Ach, ich hab's schon wieder nicht so gut erwischt. Oh. Wenn die Pokémon sich freuen, dann freue ich mich als Naturfotograf, als Pokémon-Fotograf natürlich auch. Hallo, na? Darf es auch ein bisschen Aufmerksamkeit sein? Wohl nicht. Alles klar, das Neo One ist bereit zur Rückkehr. Das war bisher nur ein Teil vom kostenlosen DLC. Ich kann nur sagen, gefällt mir wirklich sehr gut. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Kümmern wir uns erstmal um die Fotobewertung. Danach möchte ich aber etwas mit dir besprechen. Oh oh. Das Mauzi ist aus dem Sack. Er weiß genau, was wir mit dem Neo One gemacht haben. Ach, ich hätte Fotos von Bilizas Hintern machen müssen. Wieso komme ich denn nicht auf die Idee? Ich möchte das einreichen. Das ist von der Größe her so perfekt umgesetzt. Pichu und Hopplo. Oh, ich liebe dieses Bild. Was haben wir denn mit Hopplo? Oh, das sieht aus, als würde Hopplo gerade von Pichu ein Küsschen auf die Wange bekommen und Hopplo freut sich. Oh!
Dodri, ja, Dodri der Tyrann. Kein besonders guter Schnappschuss. Emolga! Oh, Emolga-Fotos! Sassy Emolga. Schockiertes Emolga. Fröhliches Emolga. Und noch mehr fröhliche Emolga. Ich mag das hier ganz gerne, da lächelt es so schön, aber wir müssen das hier unbedingt speichern. Ich glaube, das brauche ich für das Thumbnail. Knilz. Ja, entspanntes Knilz. Und Chelterer. Oh. Oh, da müssen wir auf jeden Fall eins von den. Ja, das ist doch perfekt. Oder haben wir noch andere, die vielleicht besser aussehen? Nee, das, wo es sich gerade gegen Dodri erhebt, das muss ein Foto sein mit mindestens 5000 Punkten. Ansonsten bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als meinen Job hier zu kündigen und mir eine neue Beschäftigung zu suchen. Weil unter diesen Bedingungen würde ich nicht mehr arbeiten. Fotos eingereicht und wir haben ganz tolle Sachen, die wir da einreichen können. Wampel! Nicht nur irgendein Wampel, ein. Eigentlich ist es gar kein großes Wampel, sondern wir waren klein. Ist aber trotzdem ein riesiges Punkte-Upgrade wert. Ab ins Album. Pichu. Die Größe kann es nicht rausreißen, aber. Was? Das ist nicht mehr wert? Aber das ist so gut, das Foto! Nein, 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 nein. Wir nehmen das Foto. Auch wenn es weniger Punkte bringt. Hopplo! Ach komm, das ist. Ne, die Pose ist schon mal gut, die Größe. Ja, doch, doch. 5000. Das ist aber auch wirklich süß, das Foto. Emolga. Emolga kommt groß raus. Für die Pose gibt es nur 200? Ich meine, sie könnte vielleicht ein bisschen interessanter sein, aber das ist doch niedlich. Professor, mögen Sie keine niedlichen Pokémon-Fotos? Sie wissen wohl nicht, was in der Presse gut ankommt. Ja, ja, der Schimmelpilz ist wieder mehr wert. Natürlich. Chelterer. Oh, Chelterer. Größe, Pose, alles 1A, 5213. Dodri ist das Essen und Chelterer ist der Jäger. Und Felinara zum Abschluss. Beim Snacken. Ja, nettes Abschlussfoto. Und jetzt gibt's erstmal Schimpfe. Sehr gut, wenn du so weitermachst, yep, ich werde schnell voranschreiten und mich auch gewiss nicht mehr hinterrücks schrumpfen lassen. Oh, wir können auch da den Forschungslevel erhöhen. Das war eine spannende Erkundung. Also dann, sobald wir hier fertig sind, möchte ich allen etwas mitteilen. Ja, Mitteilungen finden wir natürlich besonders gut, aber erstmal habe ich noch ein Emolga-Foto, das ich speichern muss. Ja, haha. Konsole speichern. Ja, können wir auch machen. Das erschrockene Emolga sichern wir uns auch mal eben. Damit wären wir auch schon so gut wie am Ende dieser Folge. Andere nennenswerte Fotos waren jetzt außer denen, die ich eingereicht habe, glaube ich, nicht dabei. Nee. Aber insgesamt eine sehr schöne Auswahl ist uns heute gelungen. Vor allem dieses Vivillon-Bild. Das muss man erstmal so hinbekommen. Nein, ich wollte das eigentlich nicht speichern. Jetzt heißt es nur noch zurück zum Basiscamp und hoffen, dass es nicht zu großen Ärger gibt. Ich meine, die Schrumpffunktion war ja noch in der Testphase. Wir sollten sie wahrscheinlich gar nicht ausprobieren. Hm. Sehen wir mal, wo uns das hinführt. Hey! Ihr könnt doch nicht einfach ohne Erlaubnis eine Funktion nutzen, die noch nicht getestet wird. Die noch getestet wird. Doch, können wir. Haben Sie ja gesehen. Oh je, er hat uns erwischt. Sorry. Entschuldigung? I'm sorry. Es tut mir leid, Professor. Alright, alright. Komm schon, sei nicht so streng. Dank Ihnen haben wir eine ganz neue Sicht auf die Dinge bekommen. Wow. Hast du etwa davon gewusst, Todd? Ich bin aber wohl nicht ganz unschuldig an der Sache.
Was soll ich nur machen mit euch jungen Leuten? Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Aber denkt daran, die Funktion befindet sich noch immer in der Testphase. Ihr dürft sie im Naturpark verwenden, aber an keinem anderen Ort. Verstanden? Okay, gerade am Vulkan würde ich sie nicht unbedingt einsetzen wollen. Danke, Professor. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns nicht auseinandergenommen haben. Und ich bedanke mich auch, dass ihr heute dabei gewesen seid und sage, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play New Pokémon Snap. Ich will wieder klein sein und die Welt der Pokémon erkunden. Bis zum nächsten Mal.